Eigenheim, Glück daheim oder auch irgendwie so, wie auch immer. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu Farming Simulator 19. Was machen denn unsere fleißigen Mitarbeiter jetzt hier? Sind die denn schon fertig? Ja, neue Folge, neues Glück. Mal gucken, die erste Folge war ja ein bisschen holprig gewesen. Das fing zum Beispiel an, dass ich nicht mal das Lenkrad so richtig anschließen konnte. Oder respektive, ich konnte es anschließen, Force Feedback ist an. Aber sobald ich mich hier an Steuer eines Fahrzeuges gesetzt habe, konnte ich es irgendwie nicht ganz benutzen mit dem Lenkrad. Mal gucken, ob ich es jetzt hinbekommen habe. Das ist immer so ein Ding für sich. Im Forum steht, es geht einfach so. Man muss keine großartigen Einstellungen vorüben, ausüben. Na, mal schauen. So. Aber wir können ja mal Folgendes machen. Guck mal, wir gehen mal jetzt hier ran und dann drücken wir mal X. So, das klappt. Oh ja, das geht tatsächlich. So. Wo war jetzt hier? Ah, guckt euch das an. Es geht tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist aber auch ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also, als kleinen Tipp immer wieder, ihr müsst versuchen, bevor ihr das Spiel startet, mit dem Lenkrad das Spiel zu starten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Hauptmenü seid, ihr seht zum Beispiel, okay, da ist das Spiel, was ihr jetzt installiert habt, sei es jetzt online heruntergeladen oder die CD-ROM steckt drin, dann versucht mit dem Lenkrad das Spiel quasi zu öffnen. Dann ist schon mal eigentlich automatisch aktiviert. Ach, ist das herrlich! Ist automatisch schon mal aktiviert, dass das Lenkrad benutzt werden soll. Und wenn das nicht funktioniert, müsst ihr das halt nochmal probieren. Das hat aber tatsächlich wirklich in der ersten Folge nicht geklappt. Und es gibt hier auch einfach keine richtige Einstellung dafür, dass wir ja hier irgendwas umstellen können. Aber jetzt hat es ja funktioniert. Sehr schön. Jetzt muss ich mal versuchen, erstmal hier mich hier zurechtzufinden. Was kann ich hier genau machen? Also, meine Arbeiter sind quasi mit ihrer Arbeit fertig. Sie haben das Feld ja gepflügt, besät und geerntet hier zum einen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Das wäre irgendwie nett zu wissen. Ja, wäre wirklich nett zu wissen, was ich hier machen kann. Da fehlt es mir jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt hier keine richtige Hilfeeinstellung oder generell eine Hilfe, was ich hier machen kann oder was ich hier machen soll. So. Düngt Unkraut 0%. Ja, okay. Alles klar. Auch nicht schlecht. Mit dem Lenkrad kann ich sogar mein Dingsterbumster, meinen Spieler hier erst bewegen. Mal gucken. Tatsächlich, das gibt's ja nicht. Na gut, okay. Das ist ein bisschen Quatsch. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also er hat mir jetzt nur dabei geholfen, wie ich hier quasi die Sachen bediene und ja, wie die abgeerntet werden, respektive wie ich Hilfsarbeiter einstellen kann. Aber was mache ich denn jetzt, bitteschön? Habe ich hier irgendwie. Können wir mal kurz gucken. Das ist hier die Karte. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo sind wir? Wir sind hier unten. Okay. Das sind wir. Verstehe. So. Muss gepflügt werden. Oh, okay. Benötigt Kalk, gedüngt Unkraut. Okay. Also ich glaube mal zu meinen. Ich muss da jetzt noch ein bisschen was machen oder so. Wir gehen mal jetzt hier zum Roten. Wie war das jetzt hier gewesen? So. Na gut. Sieht für mich jetzt auch nicht irgendwie so danach aus, als würde ich. Hoppala. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich hier irgendwas bedienen? Das ist aber auch ein bisschen ärgerlich. So. Natürlich toll. Was mache ich jetzt hier? Helfer einstellen, Gerätewahl. Oh, ein Hund. Sehr schön. Wo auch immer der jetzt gerade herkommt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier wirklich keine richtige Hilfe bekommen, was wir hier machen sollen. Das finde ich ein bisschen komisch. So. Ich gehe mal Folgendes machen. Wir können mal hier das abkoppeln. Und ja.
Was haben wir jetzt hier genau gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, wir können mal hier kurz einsteigen. Da können wir mal ganz gerne. So. Gerätewahl. Gerätewahl. Da passiert nichts. Nee, irgendwie passiert da nicht so richtig viel. Ja, das ist immer so ein bisschen schade, dass man hier wirklich nicht richtig jetzt noch Bescheid bekommt, was man hier noch machen soll. Hey, geht weg! Geht weg! Geht weg! Weg, 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 weg! Das ist mein Feld! Was macht ihr denn hier? Was ist das denn hier? Das ist auch so, wo ich so denke, was soll das hier? Das ist quasi Müll. Naja, eigentlich nicht Müll, aber. Naja, Raps, okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Das ist wirklich ein Unding. Das habe ich wirklich so noch gar nicht in irgendeinem Spiel gehabt. Also selten. Ach so. Ah, okay. Jetzt ist mir hier so ein bisschen plausibel, was ich hier machen muss. Okay. So. Ah, alles klar, alles klar. Jetzt verstehe ich. Muss ich da jetzt selber hin? Also mit meinen eigenen Fahrzeugen wahrscheinlich, weil da war irgendwas mit Fahrzeugen ausleihen. Wir müssen halt immer so gucken, was wir für Fahrzeuge haben. Und ja, damit fahren wir quasi jetzt dahin, denke ich mal. So wie das jetzt hier ausschaut. Also wir sollen quasi jetzt für 900 Gerste abernten. Ich würde jetzt mal sagen, das probieren wir einfach mal aus. So. Dann, ja, mal gucken, wie wir jetzt dahin kommen, um ehrlich zu sein. Kriegen wir schon irgendwie hin hier. Also, ich denke mal nicht, dass es hier nur unsere Mission ist, für andere zu arbeiten, aber wir probieren uns einfach mal da ein bisschen aus. Wie gesagt, ich muss da selber so ein bisschen erst hineinfinden. Das war in der ersten Folge noch am Anfang sehr gut erklärt gewesen. Also, wir hatten halt quasi die Aufgabenstellung gehabt, was wir zu tun haben, sei es mit dem Fernabernten, es pflügen oder es säen. Aber jetzt auf einmal, nachdem die Helfer fertig sind, stellt sich dann die Frage, was soll ich jetzt hier genau machen? Jetzt gehe ich also quasi erstmal hier diesen Vertrag, den ich jetzt gerade unterschrieben habe, mal nach. Und fahre jetzt einfach mit dem Fahrzeug, weil ich glaube, zum einen das Fahrzeug wurde auf alle Fälle benötigt. Fahren wir jetzt dort hin. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Da fahren wir hier ein bisschen durch die Gegend. Ist ja auch ganz nett. Zumindest stand da dringe bei den anderen, in anderen Verträgen, man kann sich Fahrzeuge ausleihen. Kostet wahrscheinlich dann ein bisschen Geld, aber trotz all dem könnten wir quasi den Auftrag annehmen. Wenn wir aber die Gerätschaften schon haben, dann nehmen wir natürlich das volle Geld ein. Das sind jetzt hier nur 900 Euro. Ich wollte aber trotzdem erstmal eine Aufgabe machen, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt relativ einfach zu bewerkstelligen. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal zum grünen Punkt. Ich hoffe mal, der ist nicht allzu weit weg, weil so schnell können wir jetzt hier auch nicht fahren. Mit 25 km/h. Bin mal gespannt, ob uns hier wenigstens mal ein paar Fahrzeuge so ein bisschen entgegenkommen. Also so die Straßen an sich, die Gegend ist sehr nett gemacht, muss ich sagen. Aber so ein paar fahrende Fahrzeuge wäre jetzt auch nicht verkehrt. Aber ist auch nicht mehr allzu weit. Geräteauswahl, wir können das mal jetzt hier ausmachen. Wo stelle ich eigentlich hier meine. Oh, da Kamera hier ein. Das kann ich hier nicht großartig einstellen. Ah, okay. Einmal hier rum. Ah, das ist aber auch schön gemacht. Mir fehlt hier wirklich nur so ein bisschen der Gegenverkehr. Aber sonst alles nett gemacht. So, einmal hier rum. Also mit Lenkrad geht das alles. Ich habe es ja schon am Anfang so ein bisschen erwähnt. Ihr müsst dann versuchen, wirklich mit dem Lenkrad das Spiel aufzumachen. Und dann in den meisten Fällen wird das auch akzeptiert. So, ja. Biegen wir einfach mal jetzt hier links ab. So. Freund Blase, ich bin da. Was soll ich machen? Hoppala. Ja, welches Feld eigentlich? Warte mal, ich gucke nochmal hier nach. Feld 23. Naja, super, das ist ja jetzt auch toll. Da habe ich jetzt ein bisschen spät gelesen. Feld 23. Ach, das ist schon wieder. Ah, das läuft schon wieder richtig gut. Feld 23 ist ein bisschen weiter weg. Okay, Rückspiegel. Ja.
Aber der ist ja auch voll, wa? Kann ich jetzt hier abladen? Abkoppeln? Nee. Drescher anschalten? Nee. Strohablage ausschalten? Nein. Rohr ausfahren? Auch nicht. Ja, hupen wollen wir auch nicht. Radio an, Tempomat aktivieren. Okay. Ist er jetzt voll oder nicht? Ach, der ist fast voll, tatsächlich. Guck mal. 84%. Okay. Wir versuchen einfach jetzt mal hier so ein bisschen rückwärts zu fahren. Ich hoffe mal, ich fahre jetzt nirgendwo hier gegen. So. Ja, das passt. Das ist nicht schlecht. Okay. Ach, einmal hier rum. Ach, wie gesagt, das ist erst. Oh, was war jetzt? Hallo. Wo ist denn jetzt hier los? Oh. Oh, hoppla. Entschuldigung, warte, warte, warte. Jetzt weiß ich, was ich. Strohablage anschalten, Rohr reinfahren. So. Ah, okay. So. Kann auch passieren. Also, ich würde mal sagen, wir machen das einfach jetzt hier voll. Wir fahren jetzt hier zu Feld. Was war es gewesen? 22 oder 23? Ne, 23 war das, war. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wann das, welches Feld das genau war. Aber es sieht so aus wie 22. Dann fahren wir jetzt zu Feld 22. Können wir hier irgendwas bedienen? Sieht aber auch schick hier drin aus. Deswegen mag ich Simulatoren. Also Feld 22, denke ich mal, war es gewesen. Ja, okay. Inhalt wird gespeichert. Auch nicht schlecht. So, also, na, hier, Feld 23. Da fahren wir jetzt hin. Ich muss aber noch irgendwie, also ich muss die Grundprinzipien der Steuerung und generell das Prinzip von Landwirtschaft erstmal kennenlernen. Also ich habe schon gemerkt, okay, 84% an Weizen ist der Tank jetzt hier gefüllt. Bei 100%. Und ich muss erstmal gucken, wenn ich 100% habe, ob ich erst dann entladen kann. Wäre ein bisschen Quatsch, aber wir müssen das einfach mal ausprobieren. Fahren wir also zum Feld 23. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwo gleich mal rechts reinkommen. Oh, hier hinten war. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Aber okay. So. Ach, bester Bauer dieser Welt. Nee, Vorsicht. So. Und jetzt versuchen wir mal jetzt hier irgendwie reinzufahren. Ach, verdammt, wo bin ich denn hier schon wieder? Fahren wir weiter hoch. Da hinten ist nämlich das Feld. Das läuft, das läuft. Achtung, bloß keine Autos hier kaputt machen. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal jetzt hier eine kleine Abkürzung. Gut, da ist das Feld. So. Ja, super. Läuft richtig gut. Vorsicht. Echt nicht gut. So, immer hier rum. Und dann fangen wir quasi schön von vorne hier an. So, einmal hier. Okay, gut. Probieren wir einfach mal aus. Nee, was wollte ich jetzt?
Eigentlich wollte ich das hier nicht erhupen, okay. So. Drescher anschalten. Und auf geht's. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. Kann zwar ein bisschen dauern, aber ist auch egal. Obwohl, wir könnten auch einen Helfer einstellen. Dass der das hier machen soll. Aber wir fahren das einfach mal hier zusammen hier zu Ende. Wie gesagt, seid mir da echt nicht böse, wenn ich da echt noch nicht durchblicke. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare so ein paar Hilfeleistungen schreiben, aber das ist halt so ein Ding, das muss man für sich selber auch dann wieder herausfinden. Das war dann bei den anderen Simulatoren doch ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich denke mal, jetzt machen wir alles soweit richtig. Hoffe ich zumindest mal. Ihr könnt ja mal kurz mal gucken. Einen Augenblick. Ja, ich wollte hier noch aussteigen. Nee. Hier passiert gar nichts. Okay. Ach Mann, also es läuft hier gar nicht, nein. Doch, ich habe Zugang zu diesem Land. Hier ja. Ich fahre jetzt einmal mal hier quer durch. So. Nee, okay. Irgendwie passiert hier nichts. Okay, das Rohr war es auch nicht gewesen. Rohr wieder einfahren. So, wie macht er das denn jetzt hier? Er hebt es an. Oh. Ist es doch voll oder was? Rund unbekannt. Ach, ich habe keine Ahnung. Was ist mit dem Gerät hier los? Es kann gut sein, dass der Tank einfach voll ist. Wo das Weizen nämlich hier drin ist. Ach, egal. Wir fahren jetzt einfach hier lang. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Und dass hier einen nicht so richtig herangeführt wird, was man hier machen muss. Aber okay, wir gucken mal, ob wir es irgendwie so einigermaßen hinkriegen. Ich denke mal, wir müssen zum Silo. Es hat irgendwas mit dem Rohr zu tun. Wir probieren es da einfach mal aus. Was mit Feld 19 ist, weiß ich ehrlich gesagt nämlich auch noch nicht. Vorsichtig vorbei. So, dann machen wir uns mal jetzt auf den Weg zum Silo dort und versuchen irgendwie diesen Weizen da abzugeben. Wie, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Oh, hoppla, nicht den Zaun mitnehmen. Ich bin mal gespannt. Also. Zeig mal her. Ah, hier vielleicht? Ah, warte mal. Ist da irgendwie... Okay, wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Ich fahre mal kurz mit dem Lenkrad, mit dem Joystick hier. So.
Komm. Oh Gott, ich bin so ein schlechter Bauer, ey. Muss ich hier irgendwas drücken? Oh, okay, wir springen einfach auf den Wagen hier rauf. Hier geht auch nichts. Ah, okay. Oh, ey, aber das muss man mir wirklich mal sagen. Das gibt's doch einfach nicht. Boah. Na gut, dann haben wir das auch jetzt hinter uns. Wirklich ein Kraftakt. So. Gut, die haben alle die Arbeit erfolgreich beendet. Und jetzt könnten wir rein theoretisch gesehen, jetzt habe ich mal wieder das Lenkrad in der Hand, könnten wir rein theoretisch gesehen gleich zum Feld 23 fahren. Und dort könnten wir es eigentlich jetzt abernten. Was sagt eigentlich die Zeit hier? Die sagt, 27 Minuten. Das läuft. Gut, wir werden versuchen jetzt irgendwie hier noch schnell gemeinsam zu Feld 23 zu kommen. Gucken, ob ich das halt irgendwie jetzt hier abernten kann, sobald ich das alles ausgeladen habe. Wenn es wirklich der Fall ist, dann machen wir hier auch einen Cut. Wie gesagt, wir müssen da versuchen, gemeinsam irgendwie reinzukommen. Da könnt ihr mir auch sehr gerne helfen. Für mich ist das wirklich vollkommenes Neuland. Aber jetzt haben wir es ja so einigermaßen, sage ich mal. So, ich fange mal gleich hier von außen an. So. Gut, dann. Achso, ich muss ein bisschen gucken. Das Rohr ist nicht mehr draußen. Sehr schön. Gut, dann probieren wir es mal aus. Ah, jetzt läuft das. Sehr schön. Vorsicht, Vögel, Vorsicht. Gut. Haben wir hinbekommen. Der Fahrer macht es jetzt, unser Helfer. Sehr schön, das freut mich. Haben wir geschafft. Macht er sehr gut, der Kollege. Habe ich Ihnen alles gezeigt. Gut, meine lieben Freunde der guten Laune. Tut mir echt, wie gesagt, nochmal leid, dass das alles hier so ein bisschen holprig noch verläuft am Anfang. Ich denke mal, da werden nochmal ein, zwei Folgen kommen, wo wir so nach und nach da so ein bisschen mehr reinkommen. Auf alle Fälle habe ich jetzt schon mal ein bisschen was dazugelernt in Sachen Abbauen. Ich denke mal, das ist halt quasi das Prinzip. Wir ernten das Ganze hier ab, bieten quasi das Feld nochmal neu auf, quasi ja, haken oder schreddern es auf. Sage ich das mal als Laie. Und dann können wir je nachdem, was wir machen, da die Saat sehen und dann später wieder abernten. Ja, gut. Mein Kollege da hinten ist beschäftigt. Das ist schon mal sehr schön. Ich gucke jetzt noch ein bisschen zu und euch wünsche ich auf alle Fälle einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. When your has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her most. Oh.